Hallo Leute, herzlich willkommen erneut auf dem Crash Academy Channel zu einem weiteren Tutorial. Ja, und heute sind wir gestartet und es geht direkt in die Flugsteuerung. Der liebe Weezen übernimmt das natürlich. Weezen, leg los! Hey, hey! Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind schon im Verse unterwegs, Airborne sozusagen oder Spaceborne. Klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber wir sind unterwegs mit den Schiffen, haben uns hier schon mal das Kovalex ausgesucht und wir beginnen mit der Flugsteuerung. Ganz, ganz einfach natürlich, wenn ich die Maus bewege, habe ich hier hoch runter die Pitch-Achse, jetzt nicke ich hier Sawyer zu. Und links und rechts habe ich die Yaw-Achse, das ist ganz klassisch. Ich habe tatsächlich aber auch die Möglichkeit, in allen Achsen mich frei zu bewegen und dafür gibt es das sogenannte Straving. Ich führe das mal vor, indem ich jetzt hier mit A nach links und mit D nach rechts strave. Dann habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit, ist ein bisschen komplizierter, mit Alt, wenn ich Alt gedrückt halte, nach hinten zu straven oder mit W nach vorne zu straven. Wir sehen auch gleich, ja, ich zeige es jetzt hier nochmal. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch hoch und runter, ja, Steuerung ist runter, Space oder Leertaste ist hoch. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir haben die volle Bewegungsfreiheit, wir können jenseits jetzt hier vom Kurvenflug auch aus den Achsen rausstraven und quasi eine neue Flugrichtung aufmachen dadurch und uns davon getrennt bewegen. Wir machen jetzt mal ein bisschen Schub an, weil dann kann ich erklären, wie wir sehen, wo wir hinfliegen. Und zwar gehe ich jetzt hier mal so auf 35%. Mhm. So, da sehen wir schon in der Mitte. Sawyer, du kannst ja versuchen, mir zu folgen. Ich bin jetzt so bei 88 bin ich, fliege ich jetzt hier gerade. Ich zoome mal rein mit dem Mausrad. Da sieht man hier diesen Kreis mit dem Dreieck drin. Das ist jetzt hier mein TVI-Marker, mein Total Velocity Indicator. Ich guck mal nach hinten jetzt mit der Rückwärtskamera Alt-Y. Da habe ich den gleichen TVI-Marker, nur dieses kleine Dreieck da unten oder dieser kleine Winkel da unten zeigt nach außen. Das heißt, das ist jetzt entgegen der Flugrichtung. Dieser kleine Marker ist sehr, sehr wichtig. Ich strafe jetzt mal, weil er zeigt die absolute Flugrichtung an. Ja, das heißt, das Cockpit zeigt jetzt hier, ich zoome nochmal raus, das ist ein bisschen bessere Orientierung. Das Cockpit zeigt jetzt, die Stauze zeigt jetzt woanders hin als meine Flugrichtung. Ja, ich strafe jetzt nach links. Da schießt er auf die andere Seite. Jetzt kann ich halt auch versuchen, das einzuholen. Ja, jetzt fange ich ihn wieder ein. Jetzt schaut die Schnauze nach vorne. Das kann bei Dogfighting wichtig sein, um die Orientierung zu behalten. Oder auch, wenn ich jetzt Hindernisse durchfliege, Asteroidenfelder, damit ich, wenn ich jetzt schneller navigiere, eine Abdrift habe, vielleicht so ein bisschen noch durch die Trägheit rausgezogen werde, damit ich weiß, wo das Schiff tatsächlich hinfliegt. Wird immer wichtiger, umso schneller man navigiert. Zu diesen Flugsteuerungen, die ich jetzt gezeigt habe, gibt es dann noch, ich beschleunige jetzt mal Sawyer, ja, Vorsicht, auf 100%, das ist jetzt bei mir 180, da wirst du ein bisschen schneller sein. Beschleunigen übrigens ganz klassisch W und S, hatte ich ja auch schon mal erklärt in der vorherigen Folge. Ich habe jetzt zusätzlich zu dieser Option noch die Möglichkeit, den Decoupled einzusetzen oder die Coupled-Funktion. Wird auch unten angezeigt im HUD, sieht man hier unten rechts, da sieht man es. Dann kann ich den Hauptantrieb deaktivieren bzw. temporär auskoppeln. Einmal C gedrückt und jetzt zeige ich das Faszinierende, ich kann das Schiff umdrehen und der TVI-Marker bleibt stehen. Auch hier hilft mir der TVI-Marker, um die Richtung zu finden. Ich sehe, okay, ich schaue genau 180 Grad entgegen der Flugrichtung und der Sawyer ist bei mir im Bild. Die Decoupled-Funktion dient dafür, dass ich in der Lage bin, die ursprüngliche Bewegung, Beschleunigung mitzunehmen und weiter in die ursprüngliche Flugrichtung zu fliegen. Vorsicht Leute, wenn ich jetzt hier mit im Kampf arbeite, bin ich natürlich, solange ich jetzt hier so stehe, wäre ich natürlich jetzt ein super Ziel, weil ich mich jetzt hier auf einer Geraden bewege. Ja? Man darf trotzdem nicht vergessen zu steuern. Das kann ich jetzt auch hier, ich kann jetzt diesen TVI-Marker verschieben, wenn ich das Straving einsetze beispielsweise. Ja? Ich kann jetzt hier mit A nach links wegstraven, nach D, mit D nach rechts wegstraven. Und da sehe ich schon, dass dieser TVI-Marker hier, ich kann jetzt ja auch mit der Maus folgen, dann kann ich eine Kreisrotation beschreiben. Ja, das müsste Sawyer jetzt eigentlich sehen, aber er fliegt, glaube ich, eine Kurve, deswegen sieht das wahrscheinlich nicht. Achso, ich sehe das ganz gut. Genau, ich kann jetzt eine Kreisrotation beschreiben, ist auch ein Manöver, was man im Dogfighting gerne benutzt. Ich kann eine Kurve fliegen und trotzdem kann ich Sawyer im HUD behalten und beziehungsweise frontal im HUD haben und auf ihn schießen könnte ich jetzt. Was beim Straven auffällt, ist, ich bleib mal kurz hier nochmal ausgerichtet auf Sawyer, wenn ich jetzt strave,
ja, mit A oder D, dann merken wir auch, dass es da einen gewissen Ruck gibt. Ja, ich schalte mal, Vorsicht, ich schalte mal Decoupling aus. Oh. Jetzt hatte ich gerade Angst, wir rammen uns. Das ist manchmal mit den Servern und der Synchronität so ein bisschen ein Problem. Wo man aufpassen muss, oh ja, du kannst stehen bleiben. Okay. Ich strafe gerade nur. Wo man aufpassen muss, ist tatsächlich beim Schießen, wenn man jetzt straft, ja, ruckartig straft, dann wird sich natürlich auch, dass der PIP, ja, der Predicted Impact Point, ist bei mir jetzt hier so ein Kreis mit so Noppen am Rand, dann wird sich dieser PIP halt auch dementsprechend verschieben. Das kann dazu führen, wenn man zu hektisch straft, dass man daneben schießt, ja, weil dann jedes Mal ein Ruck durchs Schiff geht. Man merkt es auch bei der Hornet, die reagiert sehr, sehr schnell auf Steuerbefehle. Gerade im Strafing nach rechts und links muss man aufpassen, dass man dann nicht daneben schießt. So, wir haben jetzt so die Basic-Steuerung erklärt. Jetzt würde ich mal zur Triebwerkssteuerung kommen nochmal im Detail. Ja, ich gebe jetzt nochmal Gas. Sawyer kann ja versuchen, mir zu folgen. Ich steigere die Geschwindigkeit langsam, damit er eine Chance hat. Also, ich habe euch das Strafing erklärt, Pitch and Yaw erklärt, den Decoupled-Modus habe ich euch erklärt. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, sowohl den Afterburner, einen Nachbrenner, als auch einen Boost einzusetzen, der die Beschleunigung erhöht. Ich fange mal an mit dem Boost. Ja, ich fliege jetzt mal eine Kurve. Vorsicht, Sawyer, ja, ich muss ein bisschen Raum zu manövrieren, brauche ich. Ja, ja, ich habe dir ein bisschen Platz gelassen. Ich übersteuere jetzt das Schiff ein bisschen, ja, man sieht es, wird auch schon schlecht. Und ich sehe, dass der TVI-Marker gar nicht mehr zurück in die Mitte des Feldes kommt. Das heißt, ich fliege gerade eigentlich auf der Stelle, drehe mich im Kreis. Und der TVI-Marker kommt gar nicht mehr hinterher, der schleppt hinterher. Bedeutet, ich habe eine gewisse Abdrift und schaffe es gar nicht, die Kurve, Idealkurve zu fliegen, die ich fliegen möchte. Ich kann, wenn ich den Boost einsetze, kann ich mich in solchen Situationen schnell wieder auf Kurs bringen. Ja, ich fliege jetzt gerade, ich fliege eine Kurve, der TVI-Marker bricht aus, ich sacke durch, ich merke das, ich will mich wieder einfangen, fliege geradeaus und drücke den Boost mit X, beschleunige dann wieder schnell auf den neuen Vektor. Zack, da sieht man es, da springt der TVI-Marker zurück. Ist jetzt wichtig, wenn man merkt, man wird von einem Gegner zum Beispiel ausgeturnt, ja, man kriegt ihn nicht eingefangen. Ich richte mich nochmal auf dich aus, Sawyer, Vorsicht, ja, strafe ein bisschen raus in der Kurve. Und ich merke, okay, ich liege immer hinter ihm so ein bisschen, dann kann ich natürlich durch Boost den TVI-Marker wieder einfangen und wieder einen direkten Kurs auf ihn steuern. Bei vielen Kurvenflügen oder bei vielen Dogfighting-Manövern merkt man das dann relativ schnell, dass der Booster eine gute Hilfe ist, um einen Gegner schnell wieder abzufangen, schnell wieder einzufangen, gerade wenn man jetzt ausgeturnt wird wie jetzt so, fange ich wieder ein, drücke Boost und bin gleich wieder auf der gleichen Ebene wie er. Muss man mit experimentieren, man merkt, dass wann das wichtig ist. Das heißt, die Beschleunigungsrate mit dem Boost wird im Rahmen der SCM-Geschwindigkeit, der normalen SCM-Geschwindigkeit, erreicht man eine höhere Beschleunigungsrate und ist schneller wieder auf 100% Leistung. Das wäre jetzt hier bei der Hornet 180 Meter die Sekunde. Zusätzlich gibt es jetzt zu diesem Boost noch den Afterburner. Der Afterburner ist eine ganz andere Logik. Der kann, wie man schon sieht, ich drücke gerade den Afterburner, Shift, der beschleunigt mich über die normale SCM-Standardgeschwindigkeit hinaus. Bei der Hornet sind das jetzt 540 Meter die Sekunde und ich erreiche eine viel, viel höhere Topspeed. Ja, ich drehe mal um jetzt, ich lasse ihn los, den Afterburner, richte mich auf Sawyer wieder aus. Jetzt habe ich die Abdrift, ja, jetzt drücke ich Boost, um schnell wieder den Kurs zu finden. Sacke durch, Boost. Also X, kann ich wieder einfangen. Sehe, der Sawyer ist weit weg, drücke den Afterburner und Boost, beides geht, Shift und X, beschleunige wieder auf einer Geraden. Das sind so Möglichkeiten, die ich mit diesen beiden Komponenten habe. Der Afterburner, also die Shift-Taste, diese Funktion ist neben der Dogfighting, neben den Möglichkeiten im Dogfighting auch noch eine Option, um das Worst zu erkunden. Ist unser jetziger Cruise-Speed, würde ich jetzt mal sagen, unsere jetzige Reisegeschwindigkeit. Ich richte mich mal hier aufs Kovalex aus, damit man sehen kann. Ja, ich kann jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel Decoupled drücke, ja, also ich drücke C und beschleunige jetzt hier mit dem Afterburner, halte Shift gedrückt und drücke W oder halte W und Shift gedrückt, kann ich die Geschwindigkeit im Decoupling auch auf 540 beschleunigen und verbrauche, wenn ich geradeaus fliege, nicht mehr Treibstoff. Ja, bin dann im Grunde in der normalen, im normalen Geschwindigkeitsmodus, beschleunige aber jetzt mit dem Afterburner bis auf 540 Meter die Sekunde und kann jetzt Ziele wie das Kovalex relativ schnell erreichen. Ja, ich könnte jetzt auch über Straving aufwärts zum Beispiel diesen TVI-Marker weiter verschieben.
kann jetzt mich ja mit dem Cockpit ausrichten, ich bin ja im decoupled und kann jetzt so das Verse erkunden. Ist eine praktische Option, um einfach diese Distanzen zu überwinden. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Asteroidenfeld oder das Kovalex erreichen will oder auch sich mit jemandem treffen will. Ja, das Sawyer ist jetzt ja sehr weit weg. Jetzt könnte ich auch sagen, okay, ich beschleunige so langsam gegen mit dem Afterburner. Ja, auch das funktioniert, indem ich immer wieder W drücke und lasse ihn jetzt aufholen. Alles das sind Optionen, die ich mit dem Afterburner in Verbindung mit dem Decoupling nutzen kann. So, ich werde jetzt mal euch den Treibstoff noch zeigen, ja, das ist die nächste Option, denn solche Manöver wie Afterburner Boost verbrauchen relativ viel Treibstoff, ja, ich zeige es jetzt nochmal, man sieht da oben schon, das wird auch oben angezeigt, 97% habe ich jetzt hier noch, 98, das füllt sich gerade auf, weil ich noch decoupled bin. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier den Freeloop-Toggle aktiviere, Y einmal gedrückt, dann sehe ich unten auch eine Fuel-Anzeige. Einmal die Boost-Fuel-Anzeige, das ist Hydrogen-Fuel. Müsste eigentlich Wasserstoff bedeuten, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Und wir haben darunter noch eine Quantum-Fuel-Anzeige. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten von Treibstoff, die zum jetzigen Zeitpunkt eine Rolle spielen. Im Dogfighting, ich mache mal den Freeloop-Toggle wieder aus. Im Dogfighting wird man merken, dass dieser, ich gehe mal runter vom Gas wieder, vom Decoupling, Vorsicht. Im Dogfighting wird man merken, dass wenn man jetzt heftige Manöver macht, ich strafe jetzt mal hier raus, ja, bewege mich ein bisschen, rolle jetzt hier mit Q und E, dann wird man merken, ja, man sieht es jetzt langsam, ja, ich mache jetzt mal hier den Boost noch rein, beim nach links straven, jetzt sieht man schon, dass dieser Fuel, der über der Speed-Anzeige angezeigt wird, rapide fällt, gerade bei der Hornet, bei heftigen Manövern, ja, seitwärts Kreisrotation mit Boost. Also A gedrückt und X gedrückt und Pitch und Yaw benutzt und rollen kann ich jetzt auch noch obendrein. Da werde ich rapide an Hydrogenfuel verlieren. Ja, jetzt wieder rausgestraft mit A. Ich mache jetzt schon mal so ein bisschen Dogfighting. Da werde ich dann sehr, sehr schnell eine Tankstelle aufsuchen müssen. Diese Tankstellen übrigens heißen Cry Astro. Gut, ich würde sagen, wir sind soweit, dass wir starten können mit unserer ersten Mission, mit unserer ersten Kampfübung. Dafür, ja. Ja, endlich, ne? Wir haben, haben lange genug doziert, mal wieder. Nee, finde ich super. Also, kannst du ja mal einen geraden Vektor suchen, dann werde ich mich mal hinter dir einreihen und dann können wir ja nochmal zeigen, wie wir jetzt die Missionen annehmen. Genau, ich beschleunige jetzt beim SCM, ja, ich will ein bisschen Treibstoff sparen. Ja, das ist doch sehr schön. Wunderbar, so, das sieht gut aus. Jetzt muss ich mich nur mal kurz anpassen dir. So, hervorragend. Super, gut. Ja, also, ihr habt das gehört. Jetzt geht's an die Mission ran. Das können wir jetzt noch kurz zeigen. Hier könnt ihr nämlich auch im Cockpit euer Mobi-Glas öffnen. So wie man das jetzt hier gerade bei mir sieht. Und dann könnt ihr hier im Mission Scheduler, wie schon ganz zu Anfang mal gezeigt, die ganzen Comrays auswählen oder die ICC Assistant Mission oder auch, ja, was euch gerade so einfällt, worauf ihr gerade so Lust habt. Ja, wir suchen uns jetzt mal, ich würde mal sagen, wir wählen einfach die Comrays hier alle mal aus. Sind nämlich eine ganze Menge hier bei uns gerade. Und dann suchen wir uns eins aus. Wir haben sogar schon eins direkt voraus, ja. Dummheit gewinnt. Comrade 306 ist zu befrieden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal hier als Element, als Buddy-Team. Ja. Einmal B gedrückt, ich zeig's nochmal. Einmal B gedrückt, dann öffnet sich mein Quantum Travel System für systeminternes Reisen. Sage ich jetzt mal ganz salopp. Und wir sehen auch unsere Missionen, die wir vorher ausgewählt haben im Mobi-Glas. Die sind jetzt auch mit solchen Dreiecken gekennzeichnet über dem Sprungpunkt. Ja. Restore Uplink steht da auch. Also B gedrückt fürs Quantum Travel System. Man sieht die Mission, die verfügbar ist. Und jetzt brauche ich nur noch Use-Taste drücken, also F drücken und die Reise beginnt. Ich würde sagen, das ist unsere Abmoderation und wir gehen damit raus und starten die nächste Folge. So ist es. Also bleibt dran. Abonniert den Channel, wenn ihr natürlich mehr Infos haben wollt. Like, dislike die Episode, schreibt uns nette Kommentare. Und im Zweifel geht mal gerne auf unser Patreon-Profil, wenn ihr uns unterstützen wollt als YouTuber. Bis zum nächsten Mal. Wiesen und Sawyer verabschieden sich mit einem 3, 2, 1 und See you on the flight deck!